Die A2 in Niedersachsen. Sie ist eine der wichtigsten internationalen Ost-West-Verbindungen. Die Autobahn ist ein Teil der Europastraße 30, ein direkter Weg aus Sibirien bis nach Irland. Um die 150.000 Fahrzeuge. Jeden Tag. Immer wieder gibt es dadurch auch schwere Unfälle. Das ist der Abstand, den er haben müsste. Der wird nahezu ungebremst auffahren. Und zwischen Reisenden und Güterverkehr sind hier auch Schleuser, Diebesbanden und Schmuggler unterwegs. Eine Person 226. Buchstabiere ich gleich. Somit komme ich zum Prüfergebnis. Das Dokument ist eine Totalfälschung. Unfälle zu verhindern und Straftäter aus dem Verkehr ziehen. Das erfordert Wissen, Instinkt und Spezialtechnik. Zum Revier der Autobahnpolizei Braunschweig gehören auch etwa 70 Kilometer A2. Dieser Zivilstreifenwagen ist ein spezielles Videofahrzeug, ausgestattet mit zwei Kameras, mit dem die Ermittler Jagd auf Raser und Drängler machen. Die sind einer der Hauptgründe für schwere Unfälle. 1099 im vergangenen Jahr, allein auf diesem Abschnitt. Das sind etwa 3 Unfälle pro Tag. Auslösen einer Geschwindigkeitsmessung auf der BRB 2 in Fahrtrichtung Hannover. Geschwindigkeitsbeschränkung 80 km/h. Die Messung gilt dem vor uns befindlichen Transporter mit dem polnischen Kennzeichen Kaufmann Richard. 122 km/h brutto. Was erstmal wenig klingt, sind aber immerhin 42 km/h zu viel. Und der Fahrer drängelt. Fährt ein bisschen komisch. Fahrzeug benutzt jetzt beide Fahrspuren. Und dieses Prinzip von diesem Videowagen ist, wir können das gesamte Verhalten des Fahrzeugführers dokumentieren. Also fährt er nun mal schnell oder gefährdet der andere, überholt er rechts, spielt da wilde Sau, fährt über alle Fahrspuren. Viele haben ja diese Blitzer-Apps auf ihren Handys. Die wissen ganz genau, hier ist ein stationärer Blitzer, da bremse ich mal ab. Und mit diesem Fahrzeug, die erkennen uns nicht unbedingt von hinten, wenn wir da so im Verkehr mitfließen, uns hinterhängen. Es wird eine weitere Messung ausgelöst. Um die Geschwindigkeit des Transporters zu messen, müssen die beiden über eine bestimmte Zeit hinter ihm herfahren. Die Geschwindigkeit, die wir feststellen, ist unsere selbstgefahrene Geschwindigkeit. Wir halten dann einen bestimmten Abstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug und die Geschwindigkeit wird quasi auf den Vorausfahrenden übertragen. Eine Aufgabe, die einfacher klingt, als sie ist, gerade bei hohen Geschwindigkeiten. Denn wenn sich der Abstand verändert, wird die Messung ungenau und würde vor Gericht nicht standhalten. Meistens haben wir so für eine Messung 800 bis 1000 Meter. Manchmal machen wir mehrere Messungen hintereinander und wenn es uns dann reicht an Verstößen, halten wir den Verkehrsteilnehmer an. 102 brutto. Auch das sind 42 km/h zu viel. Erlaubt sind hier nur noch 60. Für den grünen Transporter geht es in eine Zwangspause auf den nächsten Rastplatz. Ende der Aufnahme. Guten Tag. Die Autobahnpolizei. Sie sprechen Deutsch? No. No? Da mówimy po polsku. Oh, super. Prawo jazdy. Dokumenty samochodu i dowód osobisty. Christoph ist in Polen geboren. Deshalb spricht er Polnisch. Który dokumentuje też Prędkość. Było trochę za szybko. Sich für die nächste Fahrt das Kennzeichen des Videowagens zu merken, lohnt sich für den Fahrer übrigens nicht. Wo kommen wir heute her? Wolfsburg? Ich weiß es gar nicht, habe vorhin nicht nachgeguckt. Diesmal aus Winsen an der Luhe. Wir haben sogenannte Wechselkennzeichen. Das sind Tarnkennzeichen aus verschiedenen Städten, die immer wieder neu zugeteilt werden. 2, 3 haben wir immer dabei.
sodass wir taktisch ab und zu mal einen Wechsel vornehmen. 122,46 bei 80. Das sind abzüglich Toleranz 35 zu viel. 120 plus 25. 145. Mandat. Albo gotówką, albo kartą kredytową. Teraz. Wieder auf der Autobahn fällt den beiden Polizisten ein weißer SUV aus Belgien auf. Auf dem Kennzeichen fehlt eine Prägemarke. Und viel zu schnell ist er auch. Es wird eine Messung ausgelöst für den PKW aus Belgien. Nach wie vor 60 km/h, 132 brutto. Das sind ganze 72 km/h zu viel. Direkt an der nächsten Ausfahrt geht es runter von der Bahn. Okay, Motorstopp. Passport? Polski? Nee. Französisch oder? Englisch. Lithuania? Lithuania. Okay. Die beiden Jungs sind also aus Litauen. Das Auto haben sie gerade in Belgien gekauft und sind auf dem Weg nach Hause. Sagen sie. Eine Person 226. Bestätige ich gleich. 226 ist eine Person zur EDV-Überprüfung. Dieser Polizeicode stammt aus einer Zeit, als der Funk noch nicht abhörsicher war. Die Polizei hat ihn beibehalten, weil die Kommunikation damit viel schneller geht. 118 zum Beispiel ist eine Ruhestörung und 029 heißt, dass Verstärkung gebraucht wird. Also an diesem belgischen Kennzeichen ist normalerweise in diesem Bereich eine sogenannte Prägemarke. Das haben wir hier nicht. Vorne am vorderen Kennzeichen ist es auch nicht, sodass der Verdacht hier zusätzlich neben der Geschwindigkeitsüberschreitung besteht, dass das Fahrzeug nicht mehr versichert und zugelassen ist. Ja, reicht mir so, danke. Er hat noch einen Haftbefehl offen. Den genau. Beifahrer auch mal gecheckt? Den habe ich auch gecheckt, der ist nicht. Da ist alles gut. Ja. Genau. Davon weiß er noch nichts, das werden wir ihm gleich erklären. Ist erstmal eine Geldstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafe, wenn er das nicht bezahlen kann. Ein Streifenwagen soll den Litauer auf die Wache bringen. Im Moment weiß er nur, dass es ein Problem mit seinem Kennzeichen gibt. Dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt, wird er erst später erfahren. Aus taktischen Gründen. Kann ja auch sein, dass manchmal dann die Stimmung kippt oder so, ne? Deswegen. Auf der Wache liegt inzwischen der Haftbefehl vor. Der Litauer war vor etwa einem Jahr schon mal mit einem Auto unterwegs, das weder angemeldet noch versichert war. Aufgeführt ist. Genau. Nebenan versucht Claude, mehr über das Kennzeichen herauszufinden. Ja. Und der war bis 10.10.2017 war er zugelassen. EUCARIS ist eine europäische Datenbank für alle Fahrzeug- und Führerscheindaten. Und darin steht, dass das Kennzeichen zu einem ganz anderen Auto gehört. Das nämlich mit der Prägemarke. Also fährt das Fahrzeug bzw. der Fahrzeugführer mit dem Auto durch die Gegend, was nicht pflichtversichert ist und was nicht zugelassen ist. Und da er quasi ein Kennzeichen dran hat, was es so gibt und an einem anderen Fahrzeug dran ist, ist so eine sogenannte Doublette. Und wir sind im Bereich des Kennzeichenmissbrauchs und des Pflichtversicherungsschutzgesetzes. Das ist immer das Problem, dass Osteuropäer Fahrzeuge hier im westeuropäischen Ausland kaufen und dann diese Fahrzeuge nicht versichert über die BRW2 in Richtung Osteuropa verschicken. Wenn dann ein Verkehrsunfall ist, haben die alle Beteiligten hinterher ein Problem. Denn dann gibt es niemanden, der für den Schaden aufkommt. Knast oder bezahlen. 350 Euro für den alten Haftbefehl, 160 Euro, weil er zu schnell war, 250 Euro als Ersatz für einen Monat Fahrverbot und 25 Euro Verwaltungsgebühren. Macht zusammen 785 Euro. Dazu kommt dann noch eine Strafanzeige für das gefälschte Kennzeichen. Aber wenigstens sind seine Papiere echt. Ein Problem, mit dem die Autobahnpolizei nahezu täglich zu tun hat. Claude ist einer von inzwischen etwa 70 ausgebildeten Dokumentenprüfern in Niedersachsen. In der vergangenen Nacht haben seine Kollegen zwei Führerscheine eingezogen.
Jedes Dokument hat bestimmte Sicherheitsmerkmale. Da ist jedes Land relativ frei. Das kann sein eine bestimmte Schrifttyp, es kann sein eine UV-Reaktion, der sogenannte Schutzmusterdruck, also das ist der Hintergrund des jeweiligen Dokumentes oder des Geldscheines, ist genau festgelegt. Das liegt uns vor und nach diesen Statuten prüfen wir das quasi ab. Ich habe hier einen polnischen Führerschein, sogenannten EU-Kartenführerschein. Der ist mit einem Laserdrucker hergestellt, hat dadurch auch an bestimmten Stellen eine Lasergravur. Deswegen gehe ich auch zum Beispiel mal und fühle das Dokument an, ob ich hier etwas Erhabenes quasi habe, was hier unbedingt sein muss. Das ist schon mal das Erste, was hier fehlt. Dann gucke ich mir das Dokument an sich mit meiner Lupe an. Das ist eine fast handelsübliche Lupe, die eine 10-fach-Vergrößerung hat. Die Farben und die Linien müssten ganz klar voneinander sich abheben. Das ist zum Beispiel hier nicht der Fall. Für den Fall, dass die Handlupe nicht ausreicht, hat Claude noch eine spezielle Lichtbox. Wir sind jetzt hier im Bereich des UV-Lichtes. Wenn man hier so runterguckt, sieht man das klassische UV-Licht. Ich habe hier ein Gegenlicht. Hier könnte man zum Beispiel das Wasserzeichen erkennen. Durch das UV-Licht zum Beispiel sollen bestimmte Teile eines Dokumentes aufleuchten. Hier ist jetzt das polnische Dokument. Hier wurde eine UV-Folie drüber geklebt, damit so eine gewisse UV-Reaktion zu sehen ist. Clever gemacht, aber dieser Führerschein leuchtet an den falschen Stellen. Somit komme ich zum Prüfergebnis. Das Dokument ist eine Totalfälschung. Währenddessen auf der Autobahn. Holger und seine Kollegen gehören zur Verfügungsgruppe Verkehr. Sie machen einmal pro Woche Abstandsmessungen bei Lkw. Die dürfen auf der Autobahn maximal 80 km/h fahren und müssen zum Vordermann einen Mindestabstand von 50 Metern halten. Die Unfälle durch die Lkw sind besonders schwerwiegend, weil es meistens Schwerverletzte und Tote gibt. Jeder Lkw mit 40 Tonnen, wenn der nicht rechtzeitig zum Stehen kommt, kann sich jeder vorstellen, was sich daraus dann entwickelt. Oft fahren sie viel zu dicht auf, um im Windschatten Sprit zu sparen. Ja, das ist eine sogenannte Tatübersichtskamera. Hiermit wird der gesamte Fahrbahnbereich auch bis 600, 700 Meter in den Fernbereich abgedeckt. Daran erkenne ich nachher LKWs auch im Fernbereich, dass sie ihren Abstand nicht einhalten. Und durch die anderen beiden Kameras nachher im Frontbereich werde ich dann die LKWs besser identifizieren können. Und diese kleinen weißen Markierungen sagen später dem Computersystem, wie viel 50 Meter sind. 76 habe ich mit, kann ich anfangen, ja? Ja, dann halte ich mal Ausschau. Ja, das erste Zuführerfahrzeug ist jetzt praktisch in Helmstedt West an der Zufahrt und wartet darauf, dass ich ihm jetzt einen LKW durchgebe. Und in diesem Moment ist der erste Treffer auch schon da. So, wir haben jetzt hier den zweiten LKW, der deutlich zu dicht auffährt. Den klicke ich jetzt mal an und gucke mir jetzt den Verstoß mal an. Der Abstand beträgt hier ca. 15 Meter. Und das ist der Abstand, den er haben müsste. Das sind 50 Meter. Ist also deutlich unterschritten. Und genau so entstehen Unfälle am Stauende. Da spielt einfach die Reaktionszeit eine Rolle, wann er erkennt, dass der Vorausfahrende eine scharfe Bremsung macht. Also in dem Fall bei 15 Meter keine Chance für den Lkw-Führer. Der wird nahezu ungebremst auffahren. Und den LKW gebe ich jetzt an unser Zuführerfahrzeug durch. 1976 von 45. In einem dieser Zuführerfahrzeuge sitzen Frank und Joe. Die beiden warten auf einen roten Sattelzug mit einem weißen Kastenauflieger, der auf der mittleren Spur fahren soll. Der hat einen Kastenauflieger. Den nehmen wir mal. Das ist ein Volvo. Ja, ich höre. War der Kasten komplett weiß oder mit Firmenaufschrift?
Ja, also die linke Seite vom Auflieger ist komplett ohne Aufschrift. Ja, wir haben ihn jetzt. Auch dieser LKW ist bis auf knapp 20 Meter auf seinen Vordermann aufgefahren. Zur Kontrolle geht es wieder auf einen Parkplatz. Und die anderen LKW hier sind auch zu dicht aufgefahren. So. Polizeikontrolle. Erstes Problem, Distanz. 10 Kilometer voraus. Alle? Zu dicht. Nee, nicht alle. Sie. Na? Wir haben ein schönes Foto. Und dann hier. Während der Fahrt in Deutschland werden Schuhe angezogen. Zweite Problem. In Socken einen 40-Tonner steuern. Das ist etwas, bei dem Joe gar keinen Spaß versteht. Wir hatten da vor ein paar Jahren einen schweren Unfall im Bereich Braunschweig Flughafen. Ist ein Reifen geplatzt, auch vorne links auf der Achse. Der Fahrer ist abmarschiert durch die Mittelschutzplanke und hat in der Gegenfahrbahn einen PKW getroffen. Der Fahrer ist verstorben durch den Unfall. Und wenn er die Schuhe angehabt hätte, hätte er zum Beispiel mal richtig ins Bremspedal reintreten können. Hätte auch mit richtigen Druck auf hier bringen können und wäre vielleicht nicht bis zum PKW in der Gegenfahrbahn gelangt. Mit so einem Stick kann die Polizei den Fahrtenschreiber des LKW auslesen. Der zeichnet die Fahrt- und Ruhezeiten und das Tempo auf. Es geht lustig weiter. Dann haben wir hier noch einen. Dieser Fahrer jedenfalls war fast immer knapp 20 km/h zu schnell. So. Distanz? Ja. Schuhe? Dann hier? Tachograph sagt Geschwindigkeit? Speed? Zu schnell? Sleeping time, too short. 500 Euro. Okay. Mandat, Cash or Card? Card. Card, gut. Diese hohen Geldstrafen sollen eine Abschreckung sein und am Ende Leben auf der Autobahn retten. Und hier geht es vor allem darum, Verbrecher zu jagen. Eine Großkontrolle von Polizei und Zoll auf der A2 bei Helmstedt. Um die 50 Beamten sind hier im Einsatz. Der Kontrollplatz liegt versteckt in einem Gewerbegebiet, damit er von der Autobahn nicht sofort erkannt wird und die Fahrer sich nicht gegenseitig warnen können. Basti und Magnus sind in einem der Streifenwagen unterwegs. Ihre Aufgabe, verdächtige Fahrzeuge finden und auf den Kontrollplatz bringen. Wir stellen uns jetzt hier mal auf im Bereich der Zufahrt zur Autobahn und dann schauen wir mal, was so an uns vorbeifährt. Es geht vor allem um Diebesbanden, Schmuggler und Drogenkuriere. Denn auch für die ist die A2 eine der wichtigsten Verkehrsrouten. Kennzeichen ist ein Anhaltspunkt, Modelltyp, Fahrzeugtyp, ja, ob ich jetzt einen PKW habe, ob ich einen Transporter habe. Wie der Zustand des Fahrzeugs grundsätzlich ausschaut, kann ein Anhaltspunkt sein. Das sind so die Sachen, auf die wir jetzt so achten. Ja. Jetzt Basti, wollen wir gleich mal ein bisschen Kette geben. Ich habe da eben Flexbus mit gelbem Kennzeichen gesehen. Gucken wir mal. Oh, schon. In solchen Reisebussen zum Beispiel werden häufig auch Drogen transportiert. Ja, was sagst du? $19,48 für 36. Ja. Wir bringen jetzt einen Flixbus mit holländischer Plakette zur Kontrolle. Claude ist bei dieser Kontrolle heute der Einsatzleiter der Polizei. Also wir machen das jetzt so, dass wir, wenn diese Durchfahrtsspur, diese mittlere, da wo jetzt die Kontrollteams stehen, wenn das alles frei ist, ziehen wir den Bus vorne hin bis zu dem Scanvan und dann machen wir eine komplette Entladung. Komplette Entladung. Ja. Der Bus muss also noch einen kleinen Moment warten. Nebenan hat der Zoll schweres Gerät aufgefahren. VNR heißt die Anlage, mit der Randy einen LKW nach dem anderen kontrolliert. VNR steht für vollmobiles Röntgengerät. Der Wert knapp 1,5 Millionen Euro. Damit suchen die Fahnder vor allem Schmuggelware.
Gerade mal eine Minute dauert es, damit einen ganzen LKW zu kontrollieren. Schönen guten Tag. Einmal bitte Ihren Passport, die Lizenz und CMR bitte. CMR sind die Frachtpapiere. Die sind für die Röntgenkontrolle ganz besonders wichtig, denn daran können die Zöllner später erkennen, ob die angegebene Ladung auch wirklich zum Röntgenbild passt. Gut, dann mal wieder aussteigen. Und wir voll. Wegen der Röntgenstrahlung muss der Fahrer zur Kontrolle aus seinem LKW aussteigen. Okay, was haben Sie geladen? Brett. Ja. Der Fahrer sagt, dass er Paletten mit Lebensmitteln geladen hat und auf dem Weg von Belgien nach Polen ist. Das ist einmal Information, einmal durchlesen. Mhm. Von diesen Röntgenbussen gibt es nur drei in ganz Deutschland. Um die Menschen hier vor der Strahlung zu schützen, gibt es rund um die Anlage einen Sperrbereich, der mit Infrarotsensoren gesichert ist. Sobald diese unsichtbare Schranke überschritten wird, stoppt die Anlage. Wenn in diesem LKW irgendetwas versteckt ist, wird Randy es jetzt finden. Das Bild ist jetzt angekommen und ja, auf den ersten Blick, wie der Fahrer uns angemeldet hat, Lebensmittel, ist auch für uns zu erkennen auf dem Bild, dass das passt. Also, dass da jetzt auf dem ersten Blick nichts geschmuggelt wird. Ja, und dann fangen wir an, mittels unserer Software das Bild zu bearbeiten. Sprich, wir können das Bild uns ranzoomen und wir können das Ganze natürlich auch aufhellen, abdunkeln, um uns dann die Ladung genauer anzuschauen. Dabei ist dann darauf zu achten, ob denn in der Ladung sich plötzlich Päckchen befinden, die ja nicht sein sollten, die sich ründlich darstellen können oder auch eckig. Bei dem LKW ist auf dem jetzt erstmal nichts zu sehen, aber ich schaue mal noch weiter, ob auch in der Fahrerkabine. Da schauen wir diesbezüglich nach Waffen, ob er zum Beispiel einen Schlagring versteckt hat oder eine Pistole, das würde man super erkennen. Aber so ist nichts zu sehen. Der letzte große Fang mit dieser Anlage in diesem Jahr waren 6,6 Millionen Zigaretten. Versteckt unter einer sogenannten Tarnladung. Hier waren Zwiebeln angemeldet und was man hier auf dem Bild sieht, ist diese hellen Stellen hier unten. Also man sieht die Zigarette nicht als Zigarette, sondern es bildet sich einfach nur da, dass es eine Anomalie ist. Wenn das Zwiebeln wären, würde das genauso aussehen wie hinten. Und hier waren die Zwiebeln um die Zigaretten gepackt. Und dieses Helle hier unten, das sind die ganzen Zigaretten. Bei diesem LKW ist aber alles in Ordnung. Der polnische Kühltransporter kann weiterfahren. Gegenüber am Reisebus kann es jetzt auch weitergehen. Jawohl, danke schön. Dankeschön. Komplettentladung heißt, dass auch das ganze Gepäck aus dem Bus raus muss. Und damit alles ein bisschen schneller geht, unterstützt dabei das THW. Der Bus ist mit knapp 50 Personen voll besetzt. Viel Arbeit für die beiden Dokumentenprüfer. Es geht nicht nur darum, ob die Pässe alle echt sind. Sie müssen auch prüfen, ob einer der Passagiere vielleicht von der Polizei gesucht wird. Und der ist aus 29.08.66. Tot? Ja. Habt ihr schon irgendwas? Nein. Negativ, das dauert ja noch sonst, ein bisschen. Das Gepäck liegt da gerade alles schön aufgereiht, sonst könnte der Hund ja schon mal dran lang gehen, ne? Der ja. Hund, das macht alles eigenständig und lässt es normal durchlaufen. Fred ist ein belgischer Schäferhund. 3,5 Jahre alt und ein ausgebildeter Rauschgiftspürhund. Amphetamine, Kokain und Marihuana kann er schnüffeln.
Man kann am Besuchverhalten schon eingrenzen, ob da Geruch da ist, ob der Hund leichten Geruch wahrnimmt, wo er mehr Interesse zeigt, wo er weniger Interesse zeigt. Fred ist einer, der alles findet. Einmal hat er Kokain gefunden, das unter dem Schaltknüppel eines Autos versteckt war. Und ein anderes Mal Amphetamine, die in einem Stuhlbein steckten. Aber hier ist erstmal gar nichts wirklich interessant. Ja, alle Personen überprüft, ist nichts dabei für uns. So, alle wieder in den Bus, bitte. Ja, da ist der Hund gerade. Weil Fred nicht nur gut riechen, sondern als Polizeihund auch gut beißen kann, müssen die Leute sicherheitshalber so lange draußen bleiben. Der Hund stößt immer wieder in den Rucksack hinein, guckt mich dann an und Fred ein. Das heißt, er nimmt in diesem Rucksack Geruch wahr. So ein Rauschgiftspürhund ist nicht wie oft geglaubt selbst drogenabhängig. Er ist nur darauf trainiert, den Geruch zu finden, so wie zum Beispiel auch bei einem Sprengstoffspürhund. Der verdächtige Rucksack gehört einem Amerikaner. Just weed or it's just weed? It's all in the car. I forgot it was in there. So, ein kleiner Brocken Marihuana. Nicht viel, aber die Polizei muss es sicherstellen. Im Volksmund gibt es immer so den Irrglauben, dass es eine Freimenge gibt. Aber die gibt es eigentlich nicht. Es wird in der Regel nicht verfolgt. Es wird eingestellt, aber es ist verboten. Es ist ein verbotener Stoff und den stellen wir sicher. Während es für den Reisebus nach 1,5 Stunden endlich weitergehen kann, meldet der Röntgenbus eine sogenannte Anomalie, also eine Abweichung. Der ganze LKW ist voller Paprika, aber 4 rundliche Schattierungen passen nicht ins Bild. Quasi in der zweiten Kartonreihe. Kann auch mittig und links oder rechts sein. Das sind 65 cm. 65. Da fangen die an. Also wenn wir ungefähr insgesamt bei 1,30 Meter. Können wir die Kartons rechts runternehmen? Weil auf den ersten Blick nichts zu sehen ist, müssen jetzt doch Hunderte von Paprika ausgeladen werden. Ja, da hinten liegen sie. Lindmelon? Ja. Lindmelon. 4 Stück. Die liegen ganz rechts. Außen. Heute waren es nur Melonen. Ja. Nächstes Mal sind es vielleicht Waffen oder Drogen. Claude arbeitet seit 23 Jahren bei der Autobahnpolizei. Sein Traumjob. In den letzten 3 Monaten hat er 3 geklaute Autos, 2 gesuchte Personen und mehrere falsche Pässe aus dem Verkehr gezogen. Rund um die Uhr sind er und seine Kollegen irgendwo auf der Autobahn unterwegs, damit wir sicher an unser Ziel kommen.